kann ja noch werden. Ah, wunderbar, jetzt haben wir uns. Was passiert da? Sticky, genau. Vielen Dank für den Follow. Oh Gott, was hat er gerade miterlebt? Ja, vielen Dank, Onkel Victor. Dankeschön. Ist jetzt eigentlich mein Bruder oder bist du Richmonds Bruder? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ich hab's. Oh Gott, ja, sehr gut. Nicht erschießen, Mr. King. Oh Gott, Benson sieht da, um Gottes Willen. Ach. Entschuldigung. Soll er sich bei mir beschweren? Ich bin erschrocken. Sie kennt Benson wahrscheinlich noch nicht. Das ist das Problem. Da kann ich sagen, Kari, vielen Dank für den Follow. Keine Broken Inside. Alles halb so wild. Gratuliere zur Hochzeit. Ja, danke. Hilfe. So klären Sie den mal. Alles halt. Mr. Denver, vielen Dank für den Follow. Raus, ne? Ach du Scheiße, Mann. Was habe ich getan? Mein Aberjob? Blaskanone, vielen Dank für den Follow. Mahoni, vielen Dank für den Follow. Je größer das Kaliber, desto mehr Spaß. Na, Kinder? Wie geht's euch? Ach du Scheiße, Mann. Oh Gott, ich will sowas von meinem Job los. Mr. Kane. Ja. Machen Sie den Officer nochmal klar, dass das definitiv alles da drin bleibt, ja? Ich habe das jetzt mitgespielt, weil die Melodie, die braucht halt wirklich, also die braucht ein bisschen Liebe, die Frau. Ja. Okay. Gerade weil sie so dagegen ist. Mr. Kane? Ja. Das bleibt da drin alles, ja? Wenn ich darüber irgendwas lese, ist das üble Nachrede, dann kriege ich sie dran. Oh Gott. Mich? Ja, warum natürlich. Mich? Ja, Sie haben die Fotos gemacht, ich habe es gesehen. Was ist Ihre Nummer, na? Monsieur Kane? PD67. Warte, ich gucke, ob das stimmt. Ich glaube nämlich nicht. Bitte, Kate, Sie sind 44. Was soll das? Warum lügen Sie? Verdammte Axt. Mich auch noch anlügen. Ja, nein, das habe ich jetzt so nicht gesagt. Kann es sein, dass ich sie auch. Aber es gibt doch schon ein Mutter-Emote. Ja, kann möglich sein. Jen hat ein Mutter-Emote. Diving Trophy. Dann wäre es recht schwierig geworden. Glaub, rechte Tür. Mutter gibt es schon. So, bitteschön. Hier kommst du dann selbst raus. Ja, vielen Dank, Mr. Merci beaucoup, Monsieur. Noch nie so einen tollen Aufenthalt im Prison gehabt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt einsitze. Eventuell, wie lange sind Sie heute da? Das Empire macht irgendwas schon wieder Militärisches. Ja, wir haben Schon 32 Minuten. Ungefähr. Ja. Und ich bin heute an der Kirche vorbeigefahren, beim Live in Weder, die Kirche. Da habe ich Sandsäcke gesehen. Bei Live in Weder? Da ist doch diese Kirche dort. Ja, die Rockford-Kirche. Ja, die haben ihr Gebiet erweitert. Ja. Also, sagen 70, Sie. 71. Ja, genau. Den Post habe ich schon rausnehmen lassen, Mr. Kane. Keine Sorge, der ist schon weg. Natürlich keine Hand und kein Fuß. Ja, ist doch okay. Wie ich den Post gesehen habe, ich mit Vollkaracho dorthin gefahren, muss ich sagen. Muss ich beichten. Ja, wie gesagt, ich hab das schon rausnehmen lassen. Dann wäre das. Ja, weil dort Mademoiselle Vane direkt nebenan wohnt. Deswegen. Ja, wie gesagt, ja. Hab den Post schon rausnehmen lassen. Er hat natürlich keine Hand und Fuß, ne? Und der Chief meinte ja gestern auch, wenn die sich wieder da einnisten, dann kommen wir halt jeden Tag jetzt vorbei, ne? Ja, okay, also gut, denken Sie mal dran, wahrscheinlich müssen wir da heute wieder alles räumen lassen, ne? Ja, dann ist es so, das ist kein Problem. Ne? Ja, wir sind jederzeit bereit und gut ist. Sternschaft, vielen Dank. Okay. Gut, dann viel Erfolg noch. Schönen Tag Banz, noch. Dann bin ich auf dem Weg. Ciao. Miss Richmond, machen Sie es gut. Dann hat irgendwas über Namen gesagt, ja? Zane heißt das. Ach so. Dann nennen Sie Mr. von Richmond gerne jetzt Zane, das ist mir egal. Ja, das mache ich. Wer? Mr. Kane, wer? Miss von Richmond, ich glaube, ich sterbe. So, jetzt müssen wir aber tatsächlich schnell zurück wegen des Senats. Hoi. Okay, nicht so schnell. Guck dich. Nur halt nicht 80 fahren in der Stadt vielleicht. Okay, check. Der typische Hoi. Prosecutor, ein bisschen schnell wohin. Scheiß auf Service. Unterboden. Du hast ja nicht dein Auto, ne? Hoi, war heute eh schon in der Werkstatt. Ja. Oh Gott! Könntest du uns leben lassen, Victor? Oh Gott. Das Schild hält nichts aus. Passt doch. Oh Gott. Wir leben ja noch. Ja, toll, naja, immerhin war ich verheiratet. Ja, so halbwegs. Hallo, ihr Lieben. Ja. Herr, die Bremsen von dem Auto, muss ich sagen. Ich glaube, ich darf nicht so viel mitkicken.
Weil ich glaube, das wird dem Chief gar nicht gefallen. Zu Auto. Und ich habe jetzt eine Senatssitzung, wo es darum geht, ob ich was falsch gemacht habe als Staatsanwältin. Das war absolut wild, Floco Loco. Uns passiert nichts. Absolut wild. Absolut wild. Ich kicke natürlich gerne mit, aber es könnte mich meinen Job kosten. Ein bisschen gespannt. Mademoiselle Zane? Naja, ich bin Gedanken. Alles gut. Ah, okay. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, vielen Dank. Ich dachte schon, ich habe sie auf unnatürliche Weise. Achso, nee, alles gut. Nee, alles gut. Wir vergessen das einfach, ja? Wait. Wir waren im Prison. Wir waren tatsächlich kurz im Prison, da war niemand, deswegen sind wir wieder gegangen, richtig. Wait, wir wollten uns nochmal den Rasen. Vielen Dank für 1000 Bits, dankeschön. Nicht nötig, aber vielen lieben Dank. Ich freue mich schon, wenn Liv neben dem Chief steht und Melody reinkommt und Mami schreit. Na, und das Witzige ist, ich habe ihm die Geschichte, dass Melody gerne möchte, dass ich ihre Mami bin, gestern schon erzählt. Und er war halt nicht begeistert von. Aber er weiß das schon. Es könnte mir zugutekommen, dass ich dann immer sagen kann, ja, nein, keine Ahnung, das denken die sich alle aus mit der Hochzeit. Jetzt Chief, jetzt gucken sie mich an. Sehe ich aus, als würde ich jemanden heiraten? Ja? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh Gott. Es war super, super lustig. Wie gesagt, ich kicke gerne mit, aber könnte mich irgendwann mein Job kosten. Bin sehr gespannt. Zusammen adoptieren, auf keinen Fall. Dann steht das ja auch noch auf dem Papier. So, noch einmal festhalten. Oh, schön, schön. Hast du das mit dem Chief auch gemacht? Natürlich nicht. Okay, verstehe. No, natürlich nicht. Sowas, und es ist sowas immer noch ein bisschen unangenehm, dass ich dann hier stehe und sage, ich übernehme das Auto und es sitzt der Chief hinten. Mein Gott. Das passt so schlimm, also, wie wenn man eine Leitstelle anruft. Sowas würde ich nie mit dem Chief im Auto machen. Natürlich nicht. Damit vielen Dank für 300 Dollar Kindergeld. 300 Dollar sage ich schon. 300 Bits Kindergeld. Dankeschön. Luko, das hatten wir gerade mit Mr. Kane, der mich Mr. von Richmond genannt. Miss von Richmond genannt. Mrs. von Richmond genannt. Der hat nicht gemeint, nee, wenn, dann heißt er Zane. Mr. Raines. Zane, die haben mich angerufen. Ich habe sie tatsächlich angerufen. Ich weiß auch noch, dass es um eine Akte ging. Lassen Sie mich ganz kurz zum PC gehen, dann kann ich Ihnen bestimmt auch gleich die Frage stellen, die ich brauche. Bestimmt Körperverletzung und Sachbeschädigung. Ja, von Ihrem Streifenwagen, ganz genau. Richtig. Die Frage ist, wurden Sie mit einem Baseballschläger angegriffen oder waren das da Fäuste? Das waren Fäuste. Und möchten Sie Anzeige erstatten? Nee. Gut, weil dann wird es nämlich keine Körperverletzung, sondern nur die Sachbeschädigung, alles klar. Ach so, aber auch wenn es links Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist? Ja, das kommt natürlich noch dazu, aber dann ist die KV nicht dabei. Weil Coldwell sagte, das wäre nur in Verbindung möglich? Das steht nirgends, ne? Das steht nirgends. Also ich war ein bisschen verwundert, als er mir das mal so um die Ohren gehauen hat. Also mir ist es ja wurscht am Ende des Tages. Nee, ich bin mir auch sehr sicher, dass ich schon durchaus Widerstand gegen Verstreckungsbeamte ohne KV gemacht habe, weil keine Anzeige gestellt wurde. Ne? Ja, steht ja also nirgends, dass das zusammengehört. Ist das überhaupt Widerstand? Also die haben auf unseren Streifenwagen eingeschlagen, wir sind denen hinterher, damit die aufhören und dann haben die uns angegriffen. Genau. Aber dieses Wort, wir sind denen hinterher, damit die aufhören, ist dann Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, genau. Achso, wenn wir es einfach dabei belassen hätten, dann wäre es kein Widerstand gewesen, ja? Wenn die uns einfach so, wenn die auf uns zugekommen wären, uns zu schlagen. Ja, genau. Richtig. Dann wäre es nur Sachbeschädigung gewesen. Dann kann man das ja auch schon ein bisschen forcieren, ne? Ja, dann stellen Sie Anzeige. Nee. Ja, doch nicht. Okay. Nee, Frau Sein. Das bringt nichts. Ich kenne das ja. Dann mache ich nur den Rest, ja? Dann machen wir nur den Rest. Wunderbar. Vielen Dank, Mr. Raines. Aber wie ist denn das eigentlich? Wir haben ja nur wir haben ja 2-2. Wir haben ja gar keine Aussage von denen. Ja. Ich überlege gerade, da stand, glaube ich, Aussage verweigert oder so, ne? Ja, wir sind ja, die sind abgehauen, dann sind wir am nächsten Tag nochmal hin. Also ich wollte mit denen ganz normal sprechen, weil wir wissen ja, wo die ansässig sind. Und dann haben gesagt, nö, wir sagen nichts. Ja, dann ist das eine Aussage. Und ich glaube, das steht und auch die haben drin. Ja auch dann, ich habe nur die Telefonnummer von dem einen und über den wollen die auch nur erreicht werden. Mhm. Ja, nee, wie gesagt, Mr. Raines, wenn da steht, Aussage verweigert, ist das eine Aussage und das passt dann. Okay. Ne? Weil ich dachte jetzt, das reicht nicht. Doch, das doch. Da sind sie sich jetzt auch nicht alle grün, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Aber Aussage verweigert ist Aussage verweigert und fertig. Ja, ich spreche ja eher mit Ihnen, mit Miss Vane
und mit Mr. Hawkins und mit Mr. Callahan. Das ist mir eigentlich am liebsten. Ja, das sind ja schon die Hälfte. Leider kein Wunschkonzert. Das stimmt allerdings, ja. Nee, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Super. Dann vielen Dank, Mr. Rains, für die Aufklärung. Ja, ciao. Nein, tschüss. Hä, nein, da wird nicht der männliche Nachname angenommen. Ach, den Nachnamen ausgebe. Wehe, Victor. Das ist ein Keller hin. Dann ziehen wir uns einfach schon mal um, setzen uns oben schon mal rein, dann können wir nicht unpünktlich sein. Leitstelle habe ich schon mal abgelegt. Ah, ist wahrscheinlich schon oben. Gehen wir kurz hier rein, ziehen uns um. Ich rede am liebsten mit ihnen und. Ja, aber es war nur die Hälfte der Prosecutor, deswegen sehe ich das schon. So, wir wollten das weiße Zeugs anziehen, ne? Wo weiße Hose? Wäre es jetzt gewesen, wenn ich sie doch nicht hätte. Das. Oh. Mach ich. Da habe ich die Hose wieder ausgezogen. Seht ihr? Nee, nicht die graue. Schuhe. Brille ab. Das weg. Das weg. Oh Gott, der hat ja ein Muster. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, naja, zu spät. Das ist jetzt unser Outfit. Haben wir alles? Ich glaube ja. Schnubidu. Denver. Vielen Dank für dein Resum im 8. wichtigsten Monat. Dankeschön. Du hast gerade. Du hast gerade mal wieder das Lustigste des Tages verpasst. Owen? Hi. Hi. Ich bin auf dem Weg zum DOJ. Ja. Wie geht's dir? Frag nicht. Okay, scheiße. Sind krass. Ganz komische Sachen passiert. Ja, brauche ich ein Update? Ist das jetzt erstmal wichtig für die... Okay, das heißt, wir quatschen später, ja? Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ja? Vielleicht reden wir auch nie wieder miteinander. Vielleicht reden wir einfach nie wieder miteinander. Warum nicht? Ach, nur so. Hab ich was angestellt, oder was? Was? Nein, du doch nicht. Ich. Ich meine, ich habe nichts angestellt. Nein, ich habe nichts angestellt. Was hast du gemacht? Ich habe nichts angestellt. Ich habe nichts angestellt. Die Tür ist zu, ich komme nicht rein. Ja? Was denn? Lev, was hast du angestellt? Ja? Nix. Und warum sollten wir nicht mal miteinander reden? Ich glaube, ich muss ausreisen. Ich muss abhauen. Du erzählst es mir nachher, ja? Lev. Ungern. Ja? Owen? Na gut, alles klar. Ich bin auf dem Weg. Ich habe mich mit deinem Anwalt unterhalten. Es wird gut. Toll. Oh, wie sehr. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Ich muss dieses Land verlassen. Ah, schön. Ich hoffe, das Kicken wird mir nicht negativ als Staatsanwältin ausgelegt. Ja, genau. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, Owen. Ich weiß jetzt nicht, wie das sagen soll. Ich bin verheiratet. Bitte nicht kicken negativ auslegen, Leute. Na Gott sei Dank habe ich mir hier Käsebrötchen mit Gurkenscheiben mitgenommen. Sonst würde ich jetzt verhungern. Horseman, vielen Dank für dein Geschenk-Abo an Passatfahrer. Dankeschön. Super lieb. Danke alle, dass ihr so viel Spaß daran hattet. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Jetzt haben wir leider eine Senatssitzung. Für die, die nicht wissen, was das ist. Das ist im Endeffekt, dass uns jemand gesagt hat, wir haben als Staatsanwälte Mist gebaut. Haben da gegen das Recht verstoßen quasi. Also gegen das, wie man sich als Behörde zu verhalten hat, Recht. Und da gibt es jetzt eine Anhörung zu. Also eine Senatssitzung. Und dann wird darüber entschieden, ob wir irgendwelche Konsequenzen daraus haben. Deswegen gerade perfektes Timing gewesen. Wirklich, das war super Timing mit der Sache da jetzt. Großartig.
was der Chief Justice wohl dazu sagt. Ich glaube, Orozee sagt, denkt sich Stay so, okay, alles klar. Aber so, also, wenn jetzt einer der Officer tatsächlich Blödsinn macht und das weiter sagt, dann habe ich ein Riesenproblem. IC. So, warte mal, ich bin jetzt angeschuldigt. Ich muss auf die andere Seite, ne? Oh Gott, ist das komisch, hier auf der Seite zu stehen. Oder zu sitzen. Disziplinarverfahren. Naja, es nennt sich halt Senat tatsächlich, ne? Und verstoßen haben wir gegen... Also sollen wir... Wir sagen natürlich, wir haben es nicht gemacht und haben wir auch nicht. Also nicht absichtlich. Gegen... Hier, Paragraph 2, Absatz 2. Sie haben sie alle, damit sind die Exekutivbehörden und Judicial Office, also alle Richter gemeint, sie alle haben ihr Amt unparteilich und unvoreingenommen auszuüben. Dagegen sollen wir verstoßen haben. So als kleiner Kontext. Gewöhn dich dran. Woran jetzt? Ans Kicken? Oh Gott, ich werde die nie wieder los, oder? Ich werde die einfach nie wieder los. So, also den Beschluss haben wir auch wieder wegnehmen lassen. Jetzt müssen wir nur zwischendurch immer gucken, nicht, dass die den nochmal veröffentlichen. Sieht gut aus. Erster LSPD-Officer kniet vor Krone. Ach, ist das dieser, wer heißt er denn? Wer ist er denn gleich noch? Den, den wir jetzt ganz oft in den Akten gelesen haben. Der ist das wahrscheinlich, ne? Ja, Owen? Aber wo bist du? Ich bin schon oben. Okay, weil der CJ hier anscheinend noch unten rumlungert. Ja, ich bin schon okay. Oben. Ja, soll ich jetzt auch hochkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe von niemandem eine Info bekommen, außer von dir. Ja, ich sitze jetzt hier. Punkt. Ja, aber ich... Ja? Ja. Ja? Ich gehe davon aus, bei einer Verhandlung wird man nochmal offiziell geladen oder so ein Scheiß als Zeuge. Hä, bist du doch von uns? Okay, alles klar, dann komme ich. Ja. Bis gleich. Der Anwalt spricht mit ihm und sagt, du bist jetzt Zeuge in dieser Anhörung. Sag mal, wie sehr geladen willst du noch sein? Oh. Ach, auf die Angeklagtenseite, daran kann ich mich schon mal gewöhnen, ja? Er wird schriftlich, ja. Ja, ist eine gute Idee, Ghost. Jetzt mal kein BSG. Hätte ich auch selber drauf kommen können. BOCP, was hatte ich gesagt? Paragraph 2, Absatz 2. Bitte erscheinen Sie pünktlich am 5.9. um 20.30 Uhr. So. Bitteschön. Ich habe nicht gesagt, dass es wie im Schreibsatz. Wow. Wow. Ghost. Wow. So, wäre jetzt noch der richtige Moment, um ganz kurz auf Toilette zu gehen? Nicht schon, ne? Mal kurz in die Ecke. Das wird, glaube ich, jeder wissen, dass ich kurz nicht ansprechbar bin. Bin ich schon wieder. Keiner gemerkt.
Das wird übrigens richtig problematisch, weil wir ja eigentlich eine Gerichtsverhandlung gegen Mr. von Richmond planen, ne? Das wird ja richtig spannend. Hm. Oh, scheiße. Das wird hart spannend. Drei Hard Noob, vielen Dank für deinen Follow, dankeschön. Eigentlich läuft gerade eine Fast-Anklage gegen Mr. von Richmond. Vielleicht sollte ich nicht den Vorsitz machen da. Wir lassen Owen den Vorsitz da machen. Wird super. Ja, wir lassen, glaube ich, lieber Owen den Vorsitz bei der Verhandlung machen. Wir brauchen eh noch Vorsitze. Wir haben ja schon irgendwie zweimal, dreimal. Mal durch. Genau, bis dahin ist es richtig, dass sie und der Angeklagte verheiratet sind. Aber ich muss ja nur nicht aussagen, wenn ich ihn belassen würde. Ich mache ja quasi das Gegenteil. Also, nee, ich belasse ihn ja. Schau mal, die Angeklagte ist da. Wollen wir uns hinter, ja immer mit den Angeklagten hier. Wollen wir uns hinter sie setzen? Wei. Wir können mich mal hart am Arsch lecken, alle beide. Vielleicht bekommen wir da was mit. Du musst gleich rausgehen als Zeuge, du Depp. Wir stehen ganz hinter ihm. Ihr sitzt gleich hinter mir. No. Oh, nee, bitte bleib stehen. Richtig, ja, siehst du? Richtig. Sehr gut. Geht besser. Das ist nämlich Livs Posse. Weißt du? Wir sind ihre Boys. Ihr seid meine Boys, ja. Genau. Ja, Schräg Vater, ne? Davon distanziere ich mich aber ganz stark. Ich auch. Okay. Klar, Brüderchen. Gott will. Mon Dieu. Mon Dieu, genau. Mon Dieu. Hallo, Coldwell. Hallöchen. Ja, du darfst zuschauen. Das ist gar super. Übrigens, danke, Coldwell. Ich hoffe, das alles war am richtigen Ort, ne? Perfekt. Super, ja. Also meine Mutter hätte es nicht besser machen können. Ja, ich habe auch noch mal drüber mit der Hand einmal glatt gezogen, ja, dass auch alles ordentlich drin liegt, ja. Muss alles in Ordnung haben. Ihr müsst verstehen, die beiden haben einen Disput, ja, Owen und Callahan. Owen und Callahan. Owen und Coldwell haben einen Disput miteinander. Weil wir Coldwell bei uns haben einziehen lassen. Zusammen mit Owen. Und der eine dann immer dreckige Socken liegen lässt, der andere soll jetzt die Wäsche wegräumen und so. Coldwell, komm mal her. Ja. Du bist echt ein guter. Ich danke dir. Okay, jetzt wo er die Wäsche wegräumt, ja? Ist alles wieder gut. Großartig. Euch da auch immer. Ja. So, aber jetzt müssen wir hier Lips Rücken stärken. Richtig. Ja, natürlich, wir stehen ganz hinter ihr. Richtig. Genau. Damit sie alles. Ist das doch, und es wird nicht ganz schlecht jetzt. Ich habe keine Zeit. Das ist so wichtig. Ist verdammt wichtig. Ja, zwei Minuten haben Sie. Rufen Sie mich zurück, wenn Sie alleine stehen. Ich meine das ernsthaft. Wirklich alleine. Zwei Minuten. Okay, noch vor Sie. So, schießen Sie los. Ja, legen Sie auf. Sie haben jetzt zwei Minuten. Ja, ich habe zwei Minuten. Denn ich brauch Daten von den Richtern und von dem Chief of Justice. Wieso? Und zwar von ihrer Vergangenheit. Wo sie herstammen, was sie gemacht haben und so weiter und so fort. Sie werden das ein bisschen ausschmücken. Sie haben das nicht gehört. Es sind Dinge. Stopp, haltet an. Es sind Dinge, die vielleicht was ein bisschen, beschleunigen könnten. Verstehen Sie? Ein paar Unwahrheiten, Presse, dies, das, jenes, Medien und so weiter und so fort. Warum sollte ich meine eigenen Richter irgendwie in den Dreck ziehen lassen? Weil sie genauso wie ich das wollen, dass das Waffengesetz verabschiedet wird. Und wenn sie das nicht machen, müssen wir dagegen steuern. Mr. Stone, nein, da werde ich Ihnen nicht helfen, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Auf gar keinen Fall. Ich werde keine Dreckkampagne gegen meine Richter führen, nur weil Waffengesetze eingeführt werden sollen. Das ist zum Wohle aller Sane. Nee. Nee, Stone, da bin ich nicht dabei. Können Sie vergessen. Warum, Zane? Wissen Sie, wie viele Leute da draußen auf der Straße sterben? Hey, Sie sind dort Sie machen irgendwelche Dinge. Sie sehen doch tagtäglich, was da draußen vorgeht. Ja. Ich sehe aber die Leute dort liegen. Ich sehe sie ausbluten. Ich sehe sie schreien. Ich bin derjenige, der bei irgendwelchen Kindern klopft und sagt, dass Mama und Papa nicht mehr wiederkommen. Ist das doch nicht? Ich verstehe das. Aber ich werde meine Richter nicht in den Dreck ziehen. Punkt. Das werden Sie nicht. Das müssen Sie nicht. Nein. Ich werde sie in den Dreck ziehen. Nein, werden sie nicht. Wenn ich jetzt irgendwelche Hetzkampagnen gegen die Richter finde, dann weiß ich, wer es war, ist das so. Denn. Ja. So, ich muss tatsächlich leider auflegen, es geht hier los. Ja? Wiederhören. Gut. Das neue Outfit von Richtern. Zwei vorne, einer oben, genau. Das ist Monsieur Posch. Bonsoir. Einen wunderschönen.
Hallöchen. Ja. Na, dann so, wollen wir mal mit der Senatssitzung in wenigen Minuten. Wir warten noch auf Staatsanwalt Grant. Der sollte ja jede Sekunde auftauchen. Ja, nur damit Sie Bescheid wissen. Sehr schönes Lied. Evil Bubble. Bubble. Wie geht's dir? Ja, bin gespannt, ne? Wir haben also, was ich jetzt schon weiß, was Grant fordern wird, ist maximal eine strenge Rüge. Ja, das hattest du gestern schon gesagt. Ja. Ja, wir erzählen, aber wie wir das sehen, wir und dann gucken wir mal. Ja. Genau, genau. Ich bin nochmal gespannt, wie er das jetzt probieren wird. Ich bin pünktlich. Der Grant, wir hätten auch 5 Minuten verschoben. Also. Sie kennen mich ja immer 110%. Geben Sie mir trotzdem noch eine Minute, atmen Sie durch und dann beginnen. Ja, gut. Ist der Zeuge jetzt eigentlich raus? Oder ist das bei Senat egal? Ich weiß es gar nicht. Der Zeuge. Fragen wir gleich mal. Welcher der vielen? Warte, du hast alle geladen? Ich habe nur darum gebeten, dass das Owen sich zur Verfügung stellt. Ja. Und das Gilpatrick ist, wusste ich. Ja, nee, ich meine Owen. Naja, es ist, sind ja beide da. Also man, letztendlich, das ist hier eine Senatssitzung und keine Gerichtsverhandlung. Also. Okay. Die läuft ja eh anders ab. Sir Grant, haben Sie zufällig die Aktennummer, bei der das ursprünglich mal. Ja, gut. Oder auch nicht. Hätten das mit den 5 Minuten nicht sagen sollen. Ich hätte ihm das wirklich nicht sagen sollen. Waren Sie Chief? Ich guck nochmal kurz nach, ich kann Ihnen das sagen. Ja, ich hätte sie auch gefunden, aber es hätte ein bisschen gedauert. Das ist einmal die 14811. Warten Sie. Ich hätte gehofft, hier im Gerichtssaal ist eine Klimaanlage. Oder ist die kaputt? No. Die ist versteckt unter dem Dach Absenkung. Also 14811 und die 7 irgendwas. 72771. Genau. Und weitere Lufteinlässe können Sie auf etwa 2,5 Meter Höhe sehen. Beziehungsweise 3 Meter über den Türen. Dann ist die Klimaanlage aber nicht auf kalt gestellt hier. No. Ist WT Mr. Blackman? Nö, eigentlich nicht. Sind oft Gefangene. Sind was? Ja, ich habe ja noch welche mit Körper verletzt, aber ich kann die auch gehen lassen, alles gut. Achso, ja, lassen Sie erstmal gehen, weil wir sind hier gerade in der Senatssitzung. Ja, alles klar. Machen Sie das. Viel Spaß. Ciao. Ciao. So, ich mache mal den Flugmodus rein, das ist wohl. Sonst kriege ich hier noch 20 Anrufe von Office. Mhm. Meins dann warten ist schon seit... bis Mr. Grant von der Toilette zurück ist und dann starten wir. Meins ist schon seit, ich glaube, 20 Minuten auf Flugmodus, einfach nur um sicher zu gehen. Einfach nur um sicher zu gehen. Und gefällt es in der Staatsanwaltschaft? Mr. Grant! Ja, anwesend. Sind Sie soweit? Da. Okay. Also, das hat jetzt hier nichts mit dem klassischen Prozess zu tun. Sie werden, Sie treten hier als Sonderermittler auf, nicht als Ankläger. Ja? Ja. Ich erkläutere das gleich auch nochmal. Ich mache das vielleicht im Zuge der Situation. Also, Mr. Hawkins, Sie sind soweit. Mr. Lenoir? Wir sind soweit. Ja, sind soweit. Verteidigung ist da, Flane ist da. Perfekt. Gut. Dann möchte ich diese Senatssitzung eröffnen. Wir verhandeln heute nicht, sondern wir überprüfen heute die Beschuldigung eines COCP-Verstoßes. Beschuldigte ist die Frau Prosecutor Zane. Dabei geht es um den Paragraphen COCP 2 Absatz 2. Ich lese vor, Sie alle haben Ihr Amt unparteilich und unvoreingenommen auszuüben. Sie haben nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstehende zu ermitteln. Das bezieht sich auf die Beamten der Exekutivbehörde und des Judicial Office Wahrheitsforschung. In diesem Zusammenhang ergab sich der Vorwurf eines COCP-Verstoßes, der an das
Judicial Office herangetragen wurde. Judicial. Und bezieht sich hauptsächlich meines Wissens nach auf eine Akte mit der Nummer 72771. Da gibt es noch eine zusätzliche Akte, aber das ist der Hauptfokuspunkt. Sonderermittler ausnahmsweise in diesem Fall ist Mr. Grant. Das ist auch seine einzige Sonderermittlung, die er in seiner Karriere als Staatsanwalt durchführen wird. Dieser Sachverhalt wird nämlich in der Regel von Richtern durchgeführt und ist auch schon vergeben worden. Mr. Grant wird hier also mehr oder weniger das erste und einzige Mal diesen Sonderermittler darstellen. Da möchte ich Mr. Grant für danken, dass er diese Aufgabe angenommen hat, um das Richter-Office zu entlasten. Wollen Sie lieber, dass er rausgeht? Mr. Grant, da Sie als Sonderermittler auftreten, möchte ich von Ihnen und Sie von dem Richterstuhl die Aufgabe bekommen haben, zu erforschen, was da genau vorgefallen ist und ob es da handfeste Informationen gibt, die darauf hindeuten, dass das so stattgefunden haben könnte. Dem Vorwurf entsprechend würde ich Sie einfach mal bitten, treten Sie mal ins Pult vor und präsentieren Sie mal im Rahmen Ihrer Ermittlungen, jetzt bin ich gespannt, was Sie jetzt müssen wir uns konzentrieren, wir müssen darauf eingehen und was Ihr Ergebnis ist. Am Ende dürfen Sie auch noch eine persönliche Einschätzung machen, um Ihren Eindruck mit einzufließen zu lassen. Sind Sie soweit? Ich wäre soweit. Ja, dann legen Sie mal. Ich müsste zwischendurch vielleicht mal hier das Tablet hier benutzen, aber gut, das kann alles in allem. Gut, ja, also Sie haben mich mit den Ermittlungen beauftragt in den Fall Miss Zane. Wie Sie schon hier erläutert haben, geht es da vor allem um die Überprüfung des Paragraphen 2. Nicht Absatz nur vor 2, allem, sondern es geht nur um den Paragraphen. Procedure, meine Freunde. Losgetreten wurde das Ganze durch den Beschwerdeführer Christian Lettner, der einen entsprechenden Antrag in der Gerichtsverhandlung gestellt hat und auf einen möglichen COCP-Verstoß hingewiesen hat, der zunächst durch Chief Justice Mountcastle zurückgewiesen wurde, dann allerdings erneut überprüft werden sollte und jetzt befasst sich ein Senat damit. Kurz für Sie, dass Sie wissen, worum es geht. Miss Zane war Mitglied der sogenannten Taskforce Empire. Diese Taskforce hat es sich als Ziel gesetzt, vorrangig Straftaten, Moment, die rund um die Gruppe, die gemeinhin bekannt als The Great Empire unterwegs ist, im Fokus zu nehmen und dort zu bearbeiten. Dies führte auch zu zwei Gerichtsverhandlungen, an denen auch Miss Zane teilnahm. In der ersten Verhandlung stellte Mr. Hat er gerade wahr gesagt? Bereits erwähnten Antrag und monierte dabei vor allem oder eigentlich ausschließlich die Akten mit dem Aktenzeichen 72771 und 14811. In beiden Fällen handelt es sich um Betrug und Nötigungsvorwürfe. Das Besondere an den beiden genannten Akten ist, dass dort Miss Zane als geschädigte Partei auftritt. Und wenn wir uns jetzt den Wortlaut des Code of Criminal Procedure angucken, dann können wir da ganz klar lesen, dass man dort eben unparteilich und unvoreingenommen alle relevanten Sachen zu ermitteln hat. Das Ganze wird im Satz 2 natürlich nochmal genauer aufgefasst. Dennoch, Mr. Lettner vertritt hier die Meinung, dass man, wenn man bereits von Anfang an die geschädigte Partei ist, schwerlich in einem Strafverfahren unparteilich auftreten kann, weil man eben schon von Anfang an eine Partei ist. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass die Staatsanwaltschaft spätestens dann, wenn sie Anklage erhebt, eben eine Partei einnimmt, nämlich die anklagende Partei. Sehr gut, da werden wir 100% drauf eingehen, werden sagen, wir waren ja nicht Geschädigte, sondern wir waren eine Mittlerin. Schien diese Problematik innerhalb der Taskforce ist ja kein Antragsdelikt. Sein, denn Miss Zane, ich habe keine Anzeige gestellt, sondern ich bin meine Ermittlertätigkeit nachgegangen. Ich bin keine Geschädigte. Täteraussagen in den beiden Akten durch Staatsanwalt, zu dem Zeitpunkt noch Staatsanwalt, inzwischen ehrenwerter Richter Alan Kilpatrick einholen, eben um mögliche Interessenskonflikte zu verhindern. Das wirft allerdings die Frage auf, warum man dann nicht davon abgesehen hat, eben auch die Anklage zu vertreten, wenn dort eben entsprechende Konfliktpotenziale erkannt wurden.
und versucht wurden zu vermeiden. Das habe ich dir erklärt. Abgelehnt wurde das Ganze in der Verhandlung durch Chief Justice Mountcastle unter anderem mit der Begründung, dass man das Gesetz so ad absurdum führen könnte, indem man als Täter, wenn man dort alle Staatsanwälte gleichzeitig entführt, quasi nicht mehr angeklagt werden könnte. Das mag in gewisser Weise der Wahrheit entsprechen. Dankeschön. Allerdings wäre es dann auch am Chief Justice in dieser Situation entsprechend für eine Grundordnung zu sorgen und dort das Vorgehen vorzuweisen. Und ich würde doch auch argumentieren, dass dies eine sehr, sehr einzigartige Situation wäre. Allerdings kann man das Ganze auch ins Gegenteil verkehren. Und zwar für Staatsanwälte, denn was dieser Paragraph objektiv versucht zu machen, ist nämlich genau das. Ich genieße es gerade sehr. Das genießt du hier? Nicht nur das Prosecution Office, sondern generell das Prosecution Office und das Police Department. Normalerweise machen wir coolere Sachen. Strafverfahren zu binden und Grenzen aufzuzeigen. Und der Gesetzgeber scheint hier ganz klar vorgeben zu wollen, dass eben geschädigte Personen. Ich bin nicht geschädigt, im Strafverfahren, sollten sie Teil dieses Strafverfahrens sein, nicht dort als ermittelndes Organ auftreten. Ich war Ermittlerin, keine Geschädigte. Denn das Strafverfahren ist nicht umsonst getrennt vom Zivilverfahren, wo das tatsächlich. Wahrscheinlich, weil es was Neues ist, Publiko, oder? Und man diese Analogie ziehen könnte. Ich weiß nicht, ob man häufig Staatsanwälten beim RP zuguckt. Ja, wir haben zu dem. Grant streamt übrigens auch. Mit Mr. Lettner nochmal ein Gespräch geführt, der dort nochmal seine. Also der Mann, der gerade gegen uns die Sachen geäußert hat. Horror-Dates, ja. Ja, das war so er gut. Er sagt hier, dass den Eindruck hatte, dass man da auch versucht hat, Miss Zane nachher abzuschirmen, eben weil es dort auch mehrere Konfrontationen gab. Das ist, das halte ich allerdings jetzt nicht für relevant für weitere Sachen oder in dieser Sache. Denn natürlich wird es immer mal wieder zu Konfrontationen zwischen einem ermittelnden Staatsanwalt und Beschuldigten kommen. Richtig. Das hat hier auch eigentlich nichts mit der Sache zu tun. Das ist ja quasi gang und gäbe, ne? Mr. Lettner ist weiterhin der Ansicht, dass man über diesen Paragraph 2 seiner Ansicht nach nicht einmal diskutieren müsse. Und moniert dann noch weitere Sachen, die aber jetzt auch nicht für den weiteren Prozess Ghost, das muss er sagen, weil Lettner das halt angeklagt hat, quasi. Er muss quasi auf alles eingehen, was Lettner vorgeworfen hat. Wir hatten eben an, dass sie diese Probleme teilweise erkannt hat, deswegen halt auch Mr. Kilpatrick dort eingebracht hatte, um Täteraussagen aufzuführen. Das zeigt mir, dass sie sich möglicher Gefahrenpotenziale in dem Ermittlungsverfahren sicher war, konnte das aber nicht ganz überblicken. Entschuldigung, was ist das denn für eine... Vom Senat. Was ist das denn? Oder ist soweit die Übersicht klar? Also, ich denke, Mr. Delanois, Mr. Hawkins, sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen dieses Prozesses klar. Ist ein bisschen komplex mit den zwei Akten, aber die können Sie auch gerne mal einsehen, da sieht man das auch. Grundsätzlich ist mir das klar, ich war ja bei der Verhandlung dabei, also... Ich habe das auch soweit verstanden. Gut. Mr. Grant, haben Sie weitere Ausführungen oder? Nee, also das ist erstmal das. Also das, ich könnte nur noch das Beispiel machen, dass eben der Gesetzgeber dort verhindern möchte, dass Staatsanwälte anfangen, sich irgendwelche Straftaten auszudenken und ständig Leute vor Gericht zu ziehen. Das wäre dann genau die andere Richtung, wie man diesen Paragraphen. Ja gut, davon geht man ja jetzt aber erstmal nicht aus, ne? Also jetzt haben Sie sehr viel die rechtliche, analytische Herangehensweise gezogen. Sie haben auch angedeutet, dass das im Rahmen der Überblickung des Prozesses unter Umständen schwierig gewesen sein kann und die Versuche vorgenommen wurden, dass man eben nicht in solche Situationen gerät. Haben Sie den persönlichen Eindruck, also wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck? Nun, meiner persönlichen Einschätzung nach sehe ich den Paragraphen 2 Absatz 2 als verletzt. Ich teile tatsächlich die Einschätzung vom Attorney Lettner, dass Miss Zane dort als geschädigte Partei nicht zu ermitteln hat und schon gar nicht die Anklage zu vertreten hat. Ich denke, es gab genug Gelegenheiten auch innerhalb dieser Taskforce, jetzt vielleicht nicht durch Mr. Callahan, aber durch Mr. Kilpatrick dort, das zu übergeben.
Man hätte die Fälle auch einfach von dem Verfahren ausklammern können. Ich sehe dort allerdings, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, keine böse Absicht oder sonstiges. Ich sehe, sondern eher eine sehr bemühte Staatsanwältin, die sagt mal was Gutes. Sehr bemüht war, objektiv zu bleiben. Aber es geht halt eben um dieses Rechtsanalytische dabei. Denn wenn wir geschädigten Parteien erlauben, die Strafverfolgung zu übernehmen, dann können wir uns den Absatz 2 auch einfach streichen. Das ist hier mehr eine Prinzipienfrage als eine Frage des Sonstigen. Ich halte Miss Zane weiterhin für eine sehr fähige Staatsanwältin. Ich denke, dort kam es einfach zu einer unglücklichen Verkettung von Ereignissen, die eben dazu geführt haben, dass wir jetzt hier stehen. Rubico, das haben wir die letzten Tage schon besprochen. Wir haben uns ja vorher mit unserem Anwalt getroffen. Wahrscheinlich macht er es sogar selber. Besonders niederträchtig versucht hat, vorzugehen, sondern ich sage ganz einfach, sie ist ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, hat Probleme erkannt, aber nicht in Gänze, und ja, Fehler sind menschlich und passieren. Nee, alles gut, Rubico. Freut mich ja, wenn du bleiben möchtest. Das ist doch super. Denora, haben Sie eine Frage? An Mr. Grant nicht, nein. Mr. Hawkins? Ich habe auch erstmal an Miss Zane Fragen. Nicht an Mr. Grant, das passt. Okay. Mr. Grant, dann erstmal danke für Ihre Einschätzung. Wenn Sie dem nichts hinzuzufügen haben, können Sie sich gerne erstmal wieder hinsetzen. Ich möchte allgemein natürlich... Oder haben Sie noch was hinzuzufügen? Nein, ich will soweit. Dann gut. Setzen Sie sich bitte. Allgemein natürlich, Frau Zane, Sie können jetzt hier gleich noch was sagen. Da Sie mit einem Anwalt vorstellig geworden sind, kann Ihr Rechtsbeistand gerne auch nochmal grundsätzlich die Rahmenbedingungen dieser Vorwürfe des COCP-Verstoßes äußern und ein Bild zeichnen, das dem Ganzen in Ihrer Perspektive entspricht. Ich würde das einfach selber machen, Harvey, wenn das okay ist. Ich sage vorher nochmal, Sie im besten Fall werden Sie vielleicht sehr viel ausgedacht. Ich habe was vorbereitet, natürlich. Ja, dann machst du es natürlich. Ja. Gut. Ellen. Gut. Ja, dann steht Ihnen frei, ob Mr. Posch nochmal das Wort erheben möchte. Mr. Posch möchte gerne was sagen, ja. Genau. Dann kann Mr. Posch das gerne tun. Ja, so wie es gehört, ne? Ehrenwerter Senat. Ich finde es sehr, sehr gut, dass der Herr Grant den versucht hat, den Paragraphen 2 Absatz 2 des COCPs hier zu deuten. Arschloch. Nur sehe ich hier ein riesengroßes Problem. Gesetze muss man in ihrer Gänze lesen, damit man sie auch wirklich verstehen kann und dass man auch dort sieht, welche Intention da drin ist. Der Paragraph 2 Absatz 2 sagt, wie bereits begonnen, Sie alle haben Ihr Amt unparteilich und unvoreingenommen auszuüben. Auf den Punkt ist er eingegangen. Was er vergessen hat, ist der zweite Satz, der erklärt, nach meiner Ansicht, wie diese Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit auszuüben ist. Und zwar, Sie haben nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Das ist das, was der Herr Grant hier gerne ausgelassen hat. Und wenn wir uns mal die Akten anschauen, in der 72771, hat... Der macht jetzt den Fehler und der hat mich gestern damit angerufen und hat mir das schon gesagt. Und ich habe gesagt... Mr. Grant, wir alle können das hören, was Sie da gerade sagen. Auch das sehen als Arschloch bestimmt. Ich habe sehr leise gesprochen. Ja, das Arschloch habe ich auch gehört, Mr. Grant. Mr. Grant, es tut mir sehr leid, aber in diesem Zusammenhang sind Sie der erste Staatsanwalt, der im Rahmen einer Senatssitzung in der gesamten Karriere, die ich habe, ein Ordnungsgeld von insgesamt $2000 zahlen muss. Mr. Rüttler wird das danach eintreiben. Haben Sie das verstanden? Ich bin die Eins, habe ich verstanden. Ich bin die Eins. Gut. Haben wir das auch geklärt. Ich möchte keine Strafanzeige stellen. Ich habe es jetzt nicht als Beleidigung gesehen. Ich bin die Eins. Das ist auch schön. In der Akte 72771 hat Frau Zane, wie Sie selbst schon alle erfahren haben, das Vernehmen des Zeugen nicht selbst durchgeführt. Sie hat quasi einen anderen Staatsanwalt damit beauftragt, dieses zu tun. Machen wir 4000 draus, die Arschloch, ja. Ist jetzt hier das hätte jetzt gepasst. Aber dem Chief gegenüber wird das sowas nicht äußern. Es war eine Taskforce, die zusammengearbeitet hat. Das heißt, in dieser Taskforce wurden diese Fälle dann bearbeitet und Frau Zane hat diesen Fall oder beide Fälle nur aufgrund Paragraph 1 Absatz 1 der Amtswirklichkeit dann zur Anklage oder halt als Akte aufgenommen. Wenn wir die Akten durchgehen, das können wir jetzt gerne einzeln machen, aber
denke mal, sie haben sie vorliegen. Ich habe das Arschloch extra nicht gehört, aber dass er dann auch noch anfing, ja, der ist so doof, der hat mich auch noch angerufen, deswegen. Wirklich unangenehm. Auch betrachtet hat. Quasi die Seite der Frau Zane oder auch von den anderen Zeugen, die dort vor Ort waren, die belastenden Aussagen und die Tatverdächtigen sind zu Wort gekommen, die entlastenden Aussagen. Die möglicherweise entlastenden Aussagen. Wenn wir dann jetzt quasi den Grundsatz des Prosecution Office nehmen, im Zweifel für das Härtere, sehe ich jetzt hier allein aus diesem Grund überhaupt kein Problem oder keinen Verstoß gegen den Paragraph 2 Absatz 2. Denn er wurde aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht komplett eingehalten. Was jetzt noch hinzukommt, es ist jetzt ja nicht nur die Wahrheitsforschung. Es wurde noch angebracht, ja, genau, alles die, schön mitschreiben, ja? Dass Frau Zane ja den Prozess geführt hat. Sehr gut. Das mit dem Prozess war ein ganz, ganz spannendes Thema. Leider lässt sich nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, welcher Staatsanwalt den Prozess nun letztendlich beim Richter beantragt hat, da dieses bis zur jetzigen Zeit noch mündlich passiert. Dennoch ist dieser Termin zweimal verschoben worden. Nee, einmal. Bei der ursprünglichen Verhandlung, die angesetzt war, und da wird mir der Herr Kilpatrick zustimmen, war er als vorsitzender Staatsanwalt geplant. Er sollte die Anklage führen. Ja, sehr gut, Henno, du übertreibst wieder. Beim zweiten Termin sah das alles schon ein bisschen schwammiger aus. Und beim dritten, letztendlich standfindenden Termin, war es dann nur noch die Frau Zane, die fest da war. Selbst der andere Staatsanwalt, entschuldigen Sie, ich muss einmal ganz kurz spieken. Callahan heißt er. Mr. Callahan war das. Genau, der Owen Callahan, der dort vor Ort war, da war bis zum Termin der Verhandlung nicht wirklich klar, ob er überhaupt geschaffen wird. War es Dienstag? Das heißt, die Anklage ist eingereicht und aufgrund der Verschiebung, die durch den Herrn Nettler stattgefunden hat, ist letztendlich genau dieser ominöse Fall, dass kein anderer Staatsanwalt mehr da war, eingetreten. Frau Zane musste diese Anklage führen, weil der Termin wurde ja mehrfach verschoben. Wenn sie die Anklage nicht geführt hätte, was wäre dann gewesen? Dann wären Straftäter nicht bestraft worden. Ich stelle fest, dort wurde zumindest eine Akte als schuldig gesprochen. Das hätte alles nicht stattfinden können, wenn wir die Rechtsurteilung oder die Rechtsauslegung von dem Herrn Grant oder dem Herrn Nettner zurechtziehen. Haben wir sie... Ja, ich habe im ersten Dienstag gesagt und dann wieder zurückverschoben auf Sonntag. Das war dann recht, Prisma. Letztendlich möchte ich jetzt sagen, in meinen Augen hat die Frau Zane ihr nichts falsch gemacht. Die Frau Zane hat Sophia, vielen Dank. Ihre Arbeit als Staatsanwältin mit Bravour angenommen und hat die Fälle abgearbeitet. Ja. Er ist die Nummer 1. Es wurde niemand benachteiligt, wurde niemand bevorteilt. Das ist dann auch letztendlich in dem richterlichen Spruch quasi entschieden worden, wie mit diesen Akten zu verfahren war. Das sind meine Ausführungen. Wenn Sie noch Fragen haben. Mr. Delanois, haben Sie Fragen? An den Anwalt nicht, nein. Mr. Hawkins? Tatsächlich die Frage mit Mr. Kilpatrick, das haben Sie ja schon beantwortet, von daher, das wäre es auch von mir. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Ausführungen. Danke. Gut, Miss Zane. Ja. Kommen Sie doch mal gerne nach vorne. Natürlich. Frau Zane, da die Rahmenbedingungen rund um die Situation von Ihrem Anwalt jetzt gut dargestellt wurden, wollen Sie dem noch irgendwas hinzufügen im Rahmen dieser gesamten Sache? Genau, ich stimme dem Anwalt da natürlich zu. Dazufügen möchte ich ganz gerne noch die Information, dass die ganze Zeit davon gesprochen wird, dass ich als Geschädigte geführt bin in diesen Akten. Dem kann ich so ehrlicherweise nicht hundertprozentig zustimmen. Es ist ja eher der Fall, dass ich als Ermittlerin bereits auf dem entsprechenden Grundstück war und als Ermittlerin in diese Situation geraten bin und dementsprechend im Endeffekt nur meinen Ermittlungsstand erweitert habe, da ich auf diesen Betrug, also vermeintlichen Betrug, entschuldigen Sie, Sie hatten freigesprochen, auf diesen vermeintlichen Betrug aufmerksam gemacht wurde. Ich sehe mich in diesen Fällen also nicht als Geschädigte, da ich kein Geld bezahlt habe, sondern ich sehe mich da eher als Ermittlerin, die noch um einen Tatbestand erweitert ermitteln musste.
Wie gesagt, wir hatten immer in der Taskforce alles zusammen besprochen, haben auch besprochen, dass diese Fälle vor Gericht gehen sollten. Und ich möchte noch mit ergänzen, dass wir eben davon abgesehen haben, obwohl es wahrscheinlich in solchen Fällen sehr gang und gäbe wäre, Strafbefehle auszustellen, davon abgesehen haben, Strafbefehl zu stellen, sondern es extra vor einen Richter gebracht haben, damit dieser zusätzlich zu den entlastenden Sachen, die durch Mr. Kilpatrick noch durchgeführt wurden, zusätzlich noch ein neutraler Richter darüber entscheiden kann. Okay. Gut. Ich hätte da eine Frage tatsächlich zu. Bin ich darauf? Ja. Sie hatten ja gesagt, Sie sind in beiden Akten nicht als Geschädigte aufgeführt. Das habe ich gerade nachgeschaut, das stimmt. Haben Sie denn in irgendeiner Form Nachteile erhalten durch die Konfrontierung vor Ort in den beiden Akten? Nein, wie gesagt, ich habe das Geld nicht bezahlt. Ich habe denen gesagt, es gibt keine Rechtsgrundlage dafür und deswegen bezahle ich nicht. Okay, da das da, denke ich mal, keine Antragsdelikte sind. Nee, das sind alles keine Antragsdelikte, richtig, müssen Sie dementsprechend nachgehen. Okay, richtig. Das habe ich verstanden. Genau. Mr. Danoa, haben Sie eine Frage? Ich hätte noch ein paar Fragen bezüglich der Terminfindung. Mhm. Ich erinnere mich ja daran, Sie haben ja oft mit mir gesprochen wegen den Terminen. Mhm. Die haben wir auch mehrmals verschoben, wir beide zusammen. Okay. Wie kam das Ganze zustande mit den Terminverschiebungen? War das wegen Herrn Lettner? Oder? Genau. Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Ich hatte Mr. Lettner mitgeteilt, wann der erste Termin stattfinden sollte. Mr. Lettner bat darum, diesen zu verschieben, da ihm das zu kurzfristig war. Dem habe ich auch stattgegeben, weil es tatsächlich, ich glaube, nur 26 Stunden vor Verhandlung gewesen wäre, weil ich ihn vorher nicht erreicht hatte, weil er mehrere Tage nicht da war. Habe dem stattgegeben. Dann bat er mich nochmal, es zu verschieben, nachdem er zugestimmt hatte zu dem Termin, weil er nur einen der Angeklagten an diesem Tag quasi vor Gericht hätte haben können. Dem habe ich auch zugestimmt, obwohl man natürlich im Endeffekt auch hätte sagen können, man macht das ohne die Angeklagten, also in Abwesenheit, die Verhandlung. Das wollte ich einfach nicht für die Angeklagten, dass sie eben hier auch nochmal ihr Wort äußern können. Und dementsprechend habe ich nochmal für Mr. Lettner den Termin verschoben. Und dann kam es. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. Sprechen Sie euch. Genau, und dann kam es eben dazu, dass ich einen Termin wählte, bei dem sowohl Mr. Callahan als auch Mr. Kilpatrick nicht anwesend waren. Mr. Callahan hat dann sehr spontan am gleichen Tag noch Zeit freischaufeln können, um dann immerhin als Beisitz da zu sein. Ich hatte dann den Vorsitz übernommen, da er sich natürlich nicht entsprechend auf den Vorsitz vorbereiten konnte. Hätte denn theoretisch Mr. Callahan auch den Vorsitz übernehmen können? Wie gesagt, da er sich nicht auf die Plädoyers etc. vorbereitet hat und ich mich natürlich entsprechend auch mehr mit den Akten beschäftigt hatte zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, nein. Aber zu den Fällen wusste er Bescheid. Natürlich, die haben wir immer in der Taskforce besprochen. Aber man bereitet sich auf einen Fall, wo man Vorsitzender Staatsanwalt ist, anders vor als Beisitz. Okay. Ich habe noch eine Frage, und zwar an dem Tag, wo dann der dritte Termin war. Wie war das genau? Konnte da Mr. Kilpatrick komplett nicht oder war das noch vage oder nein, so ein Mr. vielleicht? Nein, Mr. Kilpatrick hat definitiv gesagt, dass er auf gar keinen Fall an diesem Tag kann. Genauso wie gesagt Mr. Callahan, der mich dann erst am Tag der Verhandlung quasi anrief und meinte, er kann jetzt doch spontan, und das war ungefähr, ich glaube, eine Stunde vor der Verhandlung. Also sollte eigentlich initial dieser Termin nochmal verschoben werden? Nein, der Termin sollte stattfinden und ich hatte Sie ja auch gefragt, Mr. Hawkins, ob Sie eventuell meinen Beisitz machen können. Richtig, weil Sie gerade gesagt haben, er hatte eine Stunde vorher erst zugesagt. Ja. Okay, also hätte er theoretisch auch dieser Prozess in Abwesenheit vom Anwalt stattgefunden. Nein, nicht Mr. Lettner, sondern Mr. Callahan. Jetzt haben Sie mich gerade falsch verstanden. Mr. Callahan. Ah, genau. Okay, dann habe ich das missverstanden. Okay. Nein, Mr. Lettner konnte und hat auch zugesichert, dass mindestens, und das waren ja dann auch alle sechs anwesend, mindestens sechs der Angeklagten an diesem Tag können. Dementsprechend wollte ich ihn auch ehrlicherweise nach zweimal verschieben, nicht nochmal verschieben. Da ja auch alle Zeugen geladen waren, alle Angeklagten geladen zum dritten Mal und deswegen, ja.